Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grundlagen der Funktionalanalysis. Wir haben uns im letzten Kapitel ja mit dem Satz von der offenen Abbildung beschäftigt, einem der großen Sätze dieser Vorlesung sozusagen, haben da ein paar technische Lemmata drumherum gehabt, ein paar schöne Folgerungen gezogen, unter anderem den Satz vom inversen Operator und auch als angewandten Satz sozusagen diesen Satz von Hellinger-Töplitz. Heute ist ein etwas kürzeres Thema, aber nichtsdestotrotz ein Thema, das immer mal wieder sozusagen uns entgegenkommt, hat nicht so direkt was mit Prinzipien zu tun, wobei ein Satz darin schon relativ essentiell ist. Aber man muss es halt mal gemacht haben, weil der Begriff Banach-Algebra, um den es gleich gehen soll, der ist schon relativ zentral und der kommt immer mal wieder durch. Das ist einfach so. So, und das Titel oder das Thema dieses heutigen Videos ist einfach Banach-Algebren, mal zu erklären, was ist das, ein paar Beispiele zu geben, was kann man damit machen. Und ganz wichtig als Anwendung, diese Neumannsche Reihe. Das ist etwas, was kennen wir aus den reellen Zahlen. Das ist einfach nichts anderes als sozusagen eine geometrische Reihe. Und wir werden uns das jetzt nochmal quasi in einem gewissen Kontext angucken und halt in einem viel, viel allgemeineren Setting als den reellen Zahlen uns nochmal zu Gemüte führen. Ja, und dann fangen wir einfach mal an damit. Wir wollen ja insbesondere, wir haben ja schon so ein bisschen in einem früheren Kapitel mal uns Integraloperatoren angeguckt und waren halt bestrebt, da Normabschätzungen herzuleiten und insbesondere halt so Lösbarkeitsaussagen zu treffen. Das möchte man in der Funktionalanalysis jetzt natürlich noch weiter treiben. Wir machen immer noch Grundlagenforschung sozusagen, hier gerade in diesem Teil des Kurses, aber man möchte das natürlich hinterher irgendwie auch anwenden können. Und das möchte man halt in einem möglichst allgemeinen Setting machen. Und da findet man halt, je nachdem, was man für Integraloperatoren betrachtet, unterschiedliche Antworten. Aber Banach-Algebren sind eigentlich immer eine ganz gute Grundlage. Insbesondere, weil da drin die Neumannsche Reihe gilt. Und wir wollen uns das jetzt mal ganz in Ruhe sozusagen zu Gemüte führen und fangen einfach mal mit der Definition von Banach-Algebren an. Also wir haben einfach nichts anderes als eine Menge x, die soll ein Banach-Raum sein. Das legt der Name Banach-Algebra relativ nahe sozusagen. Wir nehmen uns einen Banach-Raum über dem Körper R oder C, ne? Je nachdem, was wir gerade haben. Das soll natürlich eigentlich kein Marv-K sein, sondern Marv-BB-K. Also das ist unser ganz normales Körper-K. Das ist halt nur falsch getecht. Da muss ich mir mal ganz kurz eine kleine Anmerkung ins Skript schreiben, damit das hinterher richtig steht. Ne? So. Und dazu nehmen wir uns noch so eine Operation Punkt, die nennen wir ganz lapidar Multiplikation. Die nimmt zwei Elemente unseres Banachraums und was rauskommt, ist wieder ein Element des Banachraums. Also wir fordern Abgeschlossenheit bezüglich dieser Multiplikation. Und die soll zunächst mal assoziativ sein, distributiv sein, das ist alles kein größeres Drama. Und die soll zusätzlich noch folgende Bedingungen haben. Erstens, ich soll ein bisschen umklammern dürfen. Und zwar soll ich unter dieser Multiplikation umklammern dürfen, dass aus Alpha x und dann mal y das gleiche ist, wie wenn ich x mal Alpha y nehme. Das heißt, ich darf den Skalar durchziehen und dann darf ich ihn wieder rausziehen und kriege das gleiche Ergebnis. Also ich darf im Prinzip umklammern in dieser Art und Weise, wie es hier steht. Das zweite ist so eine Art Submultiplikativität. Wir haben die Norm von xy, die Norm ist natürlich die vom Banachraum induzierte, das ist ganz klar. Und das ist immer kleiner gleich als die Norm x mal Norm y, für xy aus x. Und das letzte ist, wenn wir ein 1-Element haben, dann hat das auch Norm 1. Und das muss man tatsächlich so ein bisschen so lesen, dass es, wenn es ein 1-Element gibt, es gibt auch Banach-Algebren, die haben keins. Deswegen machen wir jetzt eine Einschränkung, wir interessieren uns nur für Banach-Algebren mit 1-Element. Das macht die Sache nämlich einfacher und in den Kontext oder in den Kontexten, die wir betrachten, werden wir, wenn wir mal für eine Banach-Algebra haben, werden wir auch immer eine mit 1-Element haben. Und ein ganz einfaches Beispiel wären zum Beispiel die reellen Zahlen. Das ist ein Banachraum, das wissen wir alle. Und mit der Multiplikation, die ganz normal geerbt wird, gilt das ja alles. Also das heißt, ein ganz triviales Beispiel in dem Sinne kennen wir sogar. Das ist jetzt nur halt nochmal ein Level wieder höher gehoben. Wir gucken uns ein paar Beispiele an. Wenn wir einen kompakten Raum haben, kompakt deshalb, damit es von der Abgeschlossenheit her hinhaut, wenn wir einen kompakten Raum haben, dann ist der Raum der stetigen Funktionen auf K mit der punktweisen Multiplikation eine kommutative Banach-Algebra. Kommutativ deshalb, weil wir auf dem Körper arbeiten, der quasi kommutiert. Das muss natürlich nicht unbedingt immer dazu sein, aber C von K, weil wir ja mit den stetigen Funktionen in R knallen, können wir kommutieren. Weil in R gilt offensichtlich das Kommutativgesetz, weil R ist ja ein Körper. Also das wäre ein ganz billiges Beispiel, der Raum der stetigen Funktion.
Man kann auch die ja, beschränkten linearen Operatoren nehmen von einem Raum in sich selbst. Das ist auch eine Banach-Algebra, aber die kommutiert nicht. Zumindest nicht im Allgemeinen. Man kann zum Beispiel den Matrizenraum nehmen. Ne? Wenn ich n kreuz n Matrizen nehme über dem Körper k, hier notiert als mk von n, dann habe ich natürlich relativ leichtes Spiel, zwei Matrizen zu finden, die nicht kommutieren. Das ist, lernt man in der linearen Algebra ziemlich früh. Ne, und dass es ein Banachraum ist, das haben wir bewiesen. Wenn wir die Operatornorm draufknallen, ist das Ding vollständig. Und eine Banach-Algebra ist halt leicht nachzurechnen, ne? Weil das gilt alles, wenn wir einen 1L-Operator haben, sozusagen die Funktion, die konstant 1 ist, dann hat die auch Operatornorm 1 und so weiter und so fort. Der Rest rechnet sich nach. So, man kann jetzt auch so einen kompakten Raum K nehmen, wie in A, aber man kann sozusagen das Ganze auf eine etwas andere Art und Weise hinschreiben. Man nennt sich nämlich noch eine zweite Banach-Algebra, nämlich man setzt voraus, A wäre eine Banach-Algebra, A gleich x Punkt, und man nimmt sich einen kompakten Raum und dann schießen wir vom kompakten Raum in den Raum x aus der Banach-Algebra, und der ist hier, warum auch immer, kursiv gesetzt, das sollte natürlich nicht sein. Na, und das ist so ein bisschen das, was ich gerade in A angerissen hat. Wenn diese Menge x, auf der wir arbeiten, kommutativ ist, dann ist natürlich auch c von kx kommutativ. Ne, oben im Beispiel A haben wir zum Beispiel die Menge r als Raum x gehabt. Das ist also sozusagen eine Verallgemeinerung Teil c von diesem einfachen Beispiel in A. Ja, und zuletzt sind abgeschlossene Unteralgebren von Banach-Algebren wieder Banach-Algebren. Ne, also das heißt, wenn ich das Ganze abschließen kann, und das bleibt eine Algebra über, eine Funktionenalgebra, dann ist das wieder eine Banach-Algebra, weil dann muss das Ganze nach unten vererbt werden. Und eine Algebra, nochmal, um das quasi nochmal zu wiederholen, das ist einfach ein Vektorraum über dem Körper K, und die Multiplikation ist mit der Vektorraumstruktur verträglich. Das ist im Prinzip das, was man in der linearen Algebra mal irgendwann gelernt hat, wahrscheinlich so in der Lina 2. Das ist im Wesentlichen alles, was wir in Vorbereitung brauchen, um jetzt den Satz formulieren zu können, der quasi namensgebend für dieses Kapitel ist, nämlich die Neumannsche Reihe. Und zwar setzen wir voraus, wir haben eine Banach-Algebra und wir fixieren uns einen x aus diesem Raum x, der in der Banach-Algebra der tragende Raum ist sozusagen, und die Norm von x ist kleiner als 1. Und dann sagt uns die Neumannsche Reihe, ja, die bekannte geometrische Reihe x hoch k ist absolut konvergent, und zwar genau mit dem Grenzwert, den erwarten, nämlich mit e minus x hoch minus 1. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, wir setzen mal die Banach-Algebra fix auf x aus r, aus den reellen Zahlen, dann steht an dieser Stelle hier einfach 1 minus x hoch minus 1. Und das ist gerade der Grenzwert der geometrischen Reihe im Fall der Konvergenz. Na, also das ist einfach nur eine sehr, sehr natürliche Fortsetzung des bekannten Prinzips, das in der geometrischen Reihe steckt, nur halt in ein etwas abstrakteres Setting hochgehoben. Ja, und die Reihe in 1, also diese Summe k gleich 0 bis unendlich x hoch k, das heißt dann auch Neumannsche Reihe. Warum dahinter jetzt ein i steht? Ich sollte die Sachen vorher nochmal lesen. Ich mache mir da mal eine Anmerkung dran. Ist irgendwie ein bisschen schief gelaufen. Ja, und das wollen wir jetzt kurz beweisen. Ne, das ist tatsächlich gar nicht so dramatisch. Das läuft so ein bisschen so ab, dass wir zunächst mal die absolute Konvergenz der Reihe klären, indem wir das Ganze zurückwerfen auf eine Reihe, die wir schon kennen. Dann nutzen wir sozusagen aus, dass in der Banach-Algebra ein Banach-Raum steckt, ziehen daraus die Konvergenz der Reihe und dann rechnen wir die Identität nach. Also das heißt, das sind so die groben Schritte letzten Endes. Das machen wir jetzt mal eben. Also, Beweis von Satz 15.3. Da haben wir auch die Hälfte schon geschafft. Also das ist tatsächlich ein kurzes Kapitel. Steckt nicht viel drin. Also zunächst mal, was wissen wir? Wir haben eine Norm in einem Banachraum. Das heißt, wenn ich die Norm von x hoch k mir angucke, also x k mal mit sich selbst multipliziert, dann ist das kleiner gleich als die Norm von x und dann hoch k. Das ist relativ elementar. Jetzt ist x kleiner gleich 1. Also die Norm von x ist kleiner als 1. Das heißt, wir können uns Folgendes angucken, die Summe, oder die Reihe k gleich 0 bis unendlich. Ja, jetzt ist jeder Faktor sozusagen, oder jeder Summand kleiner gleich als Norm x hoch k. Also wir gucken uns diese Reihe hier an, das ist ja das, was wir für die absolute Konvergenz sozusagen voraussetzen. Das heißt, wir können hier jeden Summanden einzeln abschätzen durch Norm x und dann hoch k.
Ja, und das ist jetzt ja kleiner als 1. Das heißt, das hier ist eine geometrische Reihe in R. Das heißt, was hier rauskommt, ist nichts anderes als 1 durch 1 minus Norm x. Das ist das, was wir schon kennen. Und das sagt nichts anderes aus, als okay, das hier ist eine konvergente Majorante. Das heißt, nach Majorantenkriterium ist das Ding hier absolut konvergent. Also daraus folgt die absolute Konvergenz der Reihe. Ja, das ist tatsächlich sogar. Das sind sogar tatsächlich echte Implikationen. Da brauche ich gar keinen komischen Pfeil hinmalen. Absolute Konvergenz. Ich schreibe mal von 1. Das war ja gerade die Neumannsche Reihe. Das wäre also sozusagen, wenn man so möchte, der erste Beweisschritt. Jetzt nutzen wir die Banachraumstruktur aus. Also A war ja unsere Banachalgebra gegeben als x-Punkt. Banachalgebra, das heißt ja nichts anderes, als dass x ein Banachraum ist. Ne? Das ist nach Definition genauso gebastelt. Jetzt ist aber ein Banachraum ja ein vollständiger Raum. Das heißt, aus der absoluten Konvergenz folgt die Konvergenz. Ja, also daraus folgt dann die Konvergenz von 1. Normaler, wenn ich die Normstriche weglasse. Und jetzt muss man halt sozusagen nur noch nachrechnen, dass die Identität gilt. Ja, was heißt Konvergenz von 1? Das heißt, wenn ich dem Ganzen einen Namen gebe, nämlich S, und ich sage, S ist gleich die Reihe, die wir berechnen wollen, also Summe k gleich 0 bis unendlich, x hoch k in a, ja, die existiert. Das ist ein bisschen heuristisch natürlich, nur durch dieses Banachraum-Argument, aber das kann man nochmal, wenn man möchte, nachlesen. Das kann man ganz präzise machen, aus der Anna 3 bekannt. Oder man sagt, okay, man guckt in den Grundkurs FA von Caballo rein und da ist das der Satz 1.6, der sagt sinngemäß, ja, so ein Raum ist vollständig genau dann, wenn alle absolut konvergenten Reihen konvergent sind. Ne? Aber die Richtung, die kennen wir sozusagen aus der Anna 2 oder 3, je nachdem, wo man das hört. So, und jetzt muss man eben nachrechnen, dass im Prinzip, wenn ich ja, sozusagen S laufen lasse, dass dann wirklich e minus x hoch minus 1 rauskommt. Und das machen wir ein bisschen anders. Das machen wir, indem wir zeigen, dass e minus x angewandt auf S, dass das wieder das neutrale Element ist. Und das läuft folgendermaßen ab. Zunächst mal dürfen wir das ja ausmultiplizieren, also e mal s minus x mal s. Ja, e mal s, e ist das neutrale Element, da bleibt s über, minus x mal s, ne, da bleibt genau das über, was wir haben wollen. Jetzt erweitern wir das s mit dem neutralen Element, aber gerade von der anderen Seite. Das lassen wir einfach so stehen und dann klammern wir das s aus und dann bleibt hier stehen e minus x. Das heißt, wir haben quasi einfach nur geflippt. Ne? Muss man halt ein bisschen sich überlegen, dass man das machen kann, weil es ist ja kein vom Grund her kommutierende Struktur. So. Jetzt können wir hier erstmal einsetzen. Ne? Das hatten wir hier oben festgelegt. Das war ja ein festes Element, nämlich Summe k gleich 0 bis unendlich, x hoch k. Ja, und das Ganze eben mal e minus x. Mal e ist genau das hier. Und wenn ich noch ein x dazu tue, mal e minus x. Das war das. Jetzt kriege ich noch ein x dazu, minus x dazu. Genau. Das heißt, hier fängt die Summe erst bei 1 an. Da habe ich jetzt gerade kurz drüber, da bin ich jetzt gerade kurz drüber gestolpert. X hoch k. So. Und das ist eine Teleskopsumme. Ne? Ganz klassischerweise. Da kommt gerade x hoch 0 raus. Das ist aber wiederum das neutrale Element. Ja, genau. Also was man konkret macht, ist natürlich, man verschleift das x hier rein. Na, ich schreibe es nochmal dran. Man schleift das x hier rein, dann hat man Summe k gleich 0 bis unendlich x hoch k plus 1. Dann macht man den Index-Shift. Dann hat man hier wieder x hoch k stehen. Ne? Den einen hoch, den einen runter, und dann hat man genau das, was man haben will. Das heißt, man muss hier eigentlich gar nicht konkret ausklammern. Fällt mir gerade mal so auf, weil das ist auch ein schwieriges Argument. Wir machen das hier mal weg und lassen mal nur das hier stehen mit dieser Begründung. Ich glaube, das ist ein bisschen handfester, als wenn man da irgendwie komisch eins von rechts, eins von links ausklammert.
So müsste es konsistent sein, weil das ist ja einfach nur ein Satz und ein Teleskop so machen. Und das ist klar, warum das gilt. So dürfte es sicherer sein. Ja, und das heißt, was kommt raus? Es kommt raus, dass natürlich S nichts anderes ist als E minus X hoch minus 1, mal das neutrale Element. Insbesondere zeigt das Ganze natürlich, und das ist auch noch so eine kleine Eigenheit, E minus X ist invertierbar, ne? Das ist quasi das, was hier zeigt. Weil ich wende es an auf S, dann habe ich E und dann sagt uns quasi die Definition von Inversen bezüglich der Multiplikation, dass das Ding invertierbar ist. Und damit ist der gesamte Satz bewiesen, ne? Also das war's. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier eben den Beweis zusammenstreichen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Da können wir einfach direkt einsetzen. So. Genau. Ja, das ist im Prinzip Neumannsche Reihe. Das ist ein relativ klarer Beweis. Da ist nicht viel drin an Beweistechnik oder an Idee. Aber die Aussage ist natürlich schön. Weil die Aussage gibt uns halt eine Möglichkeit, in bestimmten Situationen Reihenwerte wieder explizit anzugeben in einem Setting, das viel allgemeiner ist als das übliche Setting, sage ich mal dafür. Und das ist schon wieder ganz stark. Und da machen wir jetzt nochmal weiter mit zwei Anwendungen. Eine Anwendung ist sehr angewandt, die ja auch auf den ersten Blick überhaupt keine Verbindung irgendwie zu Funktionalanalysis hat. Und die zweite ist dann ein bisschen algebraischer Art. Und die erste, das ist die sogenannte Input-Output-Analyse nach Leontief. Das ist eine sehr schöne Anwendung, wie ich finde, und die findet sich auch genau so quasi in Caballo, weil da habe ich sie her. Das denkt man sich nicht aus. Also Herr Leontief hat sich das scheinbar mal ausgedacht, aber ich denke mir, habe mir das Beispiel jetzt irgendwo ausgesogen. Das ist tatsächlich ganz, ganz klassisch, beziehungsweise das ist tatsächlich einfach im Caballo zu finden. Ne, also ich habe es in dem Sinne halt gut abgeschrieben. Also was machen wir? Wir machen einen kleinen Ausflug in die Volkswirtschaftslehre. Und zwar nehmen wir uns an, eine Volkswirtschaft hat Industrien I1 bis IN und die erzeugen gewisse Outputs. Und zwar kann man diese Outputs messen, logischerweise in Euro. Und jetzt sagen wir, ein Output vom Wert 1 Euro, um den zu erzeugen, braucht die J-Industrie IJ, Inputs aller anderen Industrien IK und der Wert, der quasi als Inputs reinkommt, den nennen wir TKJ. Ne, für K gleich 1 bis N. Und das setzen wir folgendermaßen. Wir setzen 0 kleiner gleich TKJ, ne, weil die Waren haben keinen negativen Wert. Das ist relativ einsichtig. Und gleichzeitig sollte natürlich die Summe k gleich 1 bis n über die TKJ kleiner als 1 sein, weil sonst zahlt ja IJ bei ihrem Produktionsprozess drauf. Ja, und das machen wir ja auch nicht. Und das machen wir ja sinnvollerweise als Anwendung auch nicht. Also das sind Annahmen, aber die sind sinnvoll gestellt im Kontext. Ja, das ist sozusagen das Wichtige an der Geschichte. Und jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen stärker formalisieren. Also wir sagen, wenn so diese Industrie IK einen Output im Wert von XK Euro produziert, ja, dann bleibt natürlich für die restlichen Konsumenten der Rest über, nämlich die XK minus Summe der Kosten mal die XJ, also mal den Outputs. Das sind Überlegungen, die folgen sofort aus den anderen. Also das ist nichts Dramatisches. Und jetzt wollen wir uns quasi in dem Problem stellen. Wir haben eine Nachfrage. Die nennen wir D. D gleich D1 bis Dn transponiert. Und jetzt wollen wir mit diesen gegebenen Industrien genau so viel produzieren, dass die Nachfrage befriedigt werden kann. Und das ist ein Problem, das sieht auf den ersten Blick ziemlich erschlagend aus. Das sieht nach kombinatorischem Problem aus, nach sozusagen so einer Art Optimierungsproblem. Ne? Ich möchte halt quasi über die Outputs optimieren, um dann hinterher zu der Zielbedingung der Nachfrage hinzukommen. Und man kann das aber tatsächlich jetzt so schreiben, dass man das funktionalanalytisch lösen kann, und zwar mit der Neumannschen Reihe. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Wir nehmen uns einen Produktionsvektor. Das heißt, in dem Vektor x schreiben wir einfach rein x1 bis xn für die Produktionen der Industrien I1 bis IN in Euro. Und dann setzen wir die Kostenmatrix, ne, also diese Wertmatrix letzten Endes hier. Die setzen wir fest, indem wir einfach sagen, okay, die TKJ, die kennen wir ja. Das heißt, wir schreiben sie einfach geordnet in eine Matrix. Ups. Und das passiert gerade hier. Ne? Man führt diese Kostenmatrix ein letzten Endes.
Die ist dann n kreuz n, ne, bei den reellen Zahlen, weil wir arbeiten ja mit ganz normalen Eurobeträgen, da sind reelle Zahlen ganz guter Modellierungsraum. Und wenn wir das haben, dann können wir jetzt quasi sagen, okay, wenn wir das haben wollen, was in der Nachfrage D steht, dann müssen wir ja einfach uns nur überlegen, wenn ich von den gegebenen Produktionen X die T, die Kosten mal die Produktion X abziehe, das ist hier dieses XK minus Summe TKJXJ, das schreiben wir jetzt sozusagen als Matrix-Vektor-Multiplikation, ja, dann muss hinterher das D rauskommen. Das heißt, das ist diese Gleichung. X minus TX gleich D. Und da können wir das X natürlich ausklammern. Das heißt, wir haben I minus T mal X und das muss D sein. Das heißt, wir wollen letzten Endes dieses I minus T invertieren. Jetzt wissen wir natürlich noch nicht genau, ob das geht. Aber jetzt gucken wir uns einfach mal die Spaltensummen-Norm von T an. Und wir wissen ja, nach 3 ist das Maximum über jede spaltende Summe kleiner als 1. Ja, weil die TKJs, wir gucken uns das nochmal an, sollen ja in der Summe kleiner als 1 sein. Nur das heißt, die maximale Spaltensumme ist auch kleiner als 1. Das ist diese Bedingung 3 in der Mitte. Ja, und damit wissen wir dann, okay, das ist ein Element aus einer Banach-Algebra. Das ist ja ein Element in MR von N. Das ist nach unserem Beispiel vorher eine Banach-Algebra. Zwar nicht kommutativ, aber es ist eine Banach-Algebra. Das heißt, das Ding ist sozusagen invertierbar nach der Neumannschen Reihe. Ja, das heißt, die Neumannsche Reihe ist anwendbar. I minus T, I ist ja das neutrale Element. Also was hier steht, ist E minus X. Nur halt jetzt in I minus T in Matrizensprech. Hoch minus 1 ist dann quasi eine Matrix, die existiert. Und das D können wir explizit hinschreiben, indem wir I minus T hoch minus 1 dahin hinschreiben. So, und jetzt wissen wir ja auch noch, wir haben die Identität, dass sozusagen dieser Grenzwert, ne, gerade die Summe über k gleich 0 bis unendlich x hoch k ist. Das heißt, wir haben S0 ist unser inverses Element und Sn plus 1 kriegen wir rekursiv. Ne? Das heißt, E plus den aktuellen Wert von x mal Sn. Und das heißt, wir können das jetzt so lange lösen oder so lange laufen lassen, bis wir zumindest eine gewünschte Genauigkeit erreicht haben. Das heißt, wir haben das Problem dieser Nachfragenberechnung oder dieser Produktionsberechnung jetzt so umgeschrieben, dass wir es lösen können bis auf gewünschte Genauigkeit und im besten Falle exakt. Und das ist eine Anwendung der Neumannschen Reihe, die man überhaupt nicht einsieht, wenn man das Problem, also das Problem, was man hier als erstes sieht, das ist, hat ja überhaupt nichts mit FA zu tun. Aber wenn man es dann modelliert und hinschreibt, dann kriegt man es genau in so ein funktional-analytisches Setting rein. Und das finde ich ein ganz angenehmes oder ein sehr, sehr lehrreiches Beispiel. Jetzt kommen wir nach diesem praktischen Beispiel zu, ja, ein bisschen abstrakterem Zeug zurück, aber zu ein bisschen mathematischem Zeug im Sinne von, das kann man nicht so direkt anwenden, aber es hat auch seinen Reiz. Und zwar ist das folgende Definition, die quasi zentral ist für das, was wir machen wollen. Und zwar nehmen wir uns eine Banach-Algebra. Und wir definieren ein zweiseitiges Ideal. Und das soll ein echter Unterraum J-Teilmenge x sein. Derart, dass diese ganz normale Produktmenge x, j, x, also alle Elemente der Form x mal u mal y, wobei x, y aus x kommen und u aus j, dass das wieder Teilmenge j ist. Ne, das heißt, wir kommen quasi durch Multiplikation von rechts und links mit Elementen in x nicht aus dem Ideal raus. Das ist relativ nah an dem, was man in der Algebra auch als Ideal kennt. Ist also abgeschlossen bezüglich dieser Multiplikation. Und es soll ein echter Unterraum sein. Das ist quasi letzten Endes die Idee. Was stellt man sofort fest? Naja, da kann nicht das neutrale Element drin liegen. Ja, das ist eine direkte Folgerung. Weil nehmen wir mal an, das neutrale Element würde da drin liegen, dann könnten wir ja hier an dieser Stelle für das U das neutrale Element einsetzen. Ja, würden wir aber gerade x mal y und xy aus x rausbekommen. Das heißt, wir könnten jeden Vektor aus x erzeugen, indem wir einfach y gleich e setzen und x laufen lassen. Dann wäre j aber kein echter Unterraum mehr. Ja, das ist sozusagen die Krux an der Geschichte. Und da ja x mal x hoch minus 1 das neutrale Element ist, können in j auch keine invertierbaren Elemente liegen, weil sonst wäre plötzlich das neutrale Element drin. Ja? Das ist also sozusagen eine direkte Folgerung. Und jetzt gucken wir uns quasi an, ja, was kann man mit solchen zweiseitigen Idealen machen? Man kann die quasi aus einer Banach-Algebra rausdividieren und das, was man erhält, bleibt eine Banach-Algebra. Das ist sozusagen der Gag an der Geschichte. Und das sagt Satz 15.7, wenn wir eine Banach-Algebra x Punkt haben und wir nehmen uns ein zweiseitiges Ideal j in x, dann ist der Quotientenraum x modulo j eine Banach-Algebra.
Das ist sozusagen die Aussage. Und das wollen wir eben noch schnell beweisen. Das ist tatsächlich nicht so dramatisch. Also, wir haben ja im Wesentlichen jetzt eine Grundvoraussetzung, nämlich, dass wir ja eine Banachalgebra haben. Das heißt, wir haben einen Banachraum. So, und für den Banachraum wissen wir ja dann, dass der Quotientenraum sozusagen wieder ein Banachraum ist. Das ist ein Satz, den haben wir zitiert, aber den haben wir nicht bewiesen, weil der Beweis diese eher eine topologische Struktur hat. Und damit kann man dann weiterarbeiten. Ne? Damit kann man dann sozusagen rüberretten, was man so an Eigenschaften braucht. Also, machen wir das mal. 14.11, das ist dieser Satz über den Quotientenraum von Banachräumen, sagt uns, naja gut, wenn wir dieses Ideal rausfaktorisiert haben, dann passiert schon mal nichts im Sinne von, wir haben keinen Banachraum mehr. Das heißt, das ist ein Banachraum. Ja, das heißt, die Vollständigkeit bleibt erhalten. Und jetzt gucken wir uns einfach die Quotientenabbildung an. Also wir gucken uns an die Abbildung Pi, die aus der Menge A in den Quotientenraum sozusagen schießt. Und jetzt wissen wir ja, wir haben J ein zweiseitiges Ideal. Also das ist ein zweiseitiges Ideal. Ja, was heißt das konkret für uns? Das heißt konkret für uns, wir können A mit J und A verketten und wir landen wieder in J. Ne? Das heißt aber für unsere Quotientenabbildung sofort, wenn ich Pi von X mal Pi von J nehme. Also wenn ich zwei sozusagen Projektionen in diesem Quotientenraum schieße, ja, dann ist es das gleiche, als wenn ich die beiden zunächst verkette und dann projiziere, weil sonst würde ich ja aus dem Ideal rausfliegen. Also das ist sozusagen, es ist sozusagen ein linearer Operator. Das sagt uns das hier. Für x, y aus dem A raus. So, ja, wobei aus A ist natürlich, ne, eigentlich sind das Elemente natürlich in X, logischerweise. Und wir haben hier x, j, x. Aber man schreibt das manchmal auch einfach, indem man die Banachalgebra mit dem Banachraum identifiziert. Das ist halt so ein bisschen Schreibweisenwurstel. So, jetzt habe ich mir hier dran geschrieben, man soll dazu vergleichen 3,9. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern das belastbar ist. Gucken wir also mal nach. Muss ein 3,9. Da ist 3,9. Ach, Formel 3,9, ja, okay. Ah ja, genau, das ist diese Geschichte hier. Als wir für die LP-Räume diesen Quotientenraum damals eingefügt haben, haben wir ja die Operationen, die da entstehen, quasi vertreterweise auf der Äquivalenzklasse, beziehungsweise auf der Äquivalenzrelation definiert. Ja, und genau so muss man sich das hier jetzt auch denken. Man hat halt so eine vertreterweise Projektionsabbildung und man hat dann quasi diese Eigenschaft hier, nur dass unsere Operation jetzt nicht plus heißt, sondern mal. Ja, mehr passiert da also nicht. Das ist letzten Endes das, was dahinter steckt. Falsches Bild. Da wollen wir hin. Also ich schreibe mal hin, vergleiche sozusagen Formel 3.9, das war Quotientenbildung, in LP. Als wir da die Nullfunktion rausfaktorisiert haben. So. Wenn wir das wissen, dann können wir natürlich die Norm von den Projektionen angucken. In dem Banner, also in dem Quotientenraum sozusagen. Jetzt sind das aber ja gerade Projektionen, das heißt, das ist normerhaltend die Norm von UV. Und U ist ja sozusagen jetzt einfach gesetzt als das Bild im Quotientenraum. Und V ist einfach gesetzt als das Bild im Quotientenraum. Also das ist einfach Pi von X ist U, Pi von Y ist Y. Jetzt ist aber ja A ohne I, also A modulo J, wieso I? Stelle J. A modulo J ist ja ein Banachraum. Das heißt, die Norm ist auf jeden Fall submultiplikativ. Das heißt, das ist kleiner gleich Norm U mal Norm V. Ja, und das ist nichts anderes als die Norm von Pi von X mal die Norm von Pi von Y. Also das ist die Submultiplikativität, die in der Banachalgebra gefordert ist. Und da müssen wir noch argumentieren, wenn wir sozusagen ein Einheits-, ein Einselement haben, das dann auch wieder
das Ganze Norm kleiner 1 hat. Das war Norm 1 hat. Das machen wir folgendermaßen. Annahme. Wir finden ein e, sodass Pi von e, dass das kleiner als 1 ist. Also ist die Projektion von e in den Quotientenraum, dass das eben eine Norm kleiner als 1 ist. Ja, dann wissen wir aber auch, okay, es gibt einen x aus i, aus j. Warum sage ich denn immer i? Das heißt doch j hier. So dass, das wäre keine Aussage, so dass die Norm von e minus x kleiner als 1 ist. Na, also wir drücken das Ganze, wir nehmen, starten quasi vom neutralen Element aus, ziehen das x davon ab. Das hat in der Projektion sozusagen kleiner als 1 vom neutralen Element her. Das heißt, ich packe ein x dazwischen und finde immer noch, dass das die Norm e minus x kleiner 1 ist. Das ist aber ein Element in der Banach-Algebra. Das heißt, nach 15.3 existiert das Inverse. Und zwar x gleich e minus e minus x, ne, kann man sofort nachrechnen, ist das gleiche, ist invertierbar. Jetzt hatten wir das x aber aus j gewählt. Da kann aber kein invertierbares Element drin sein. Ne? Das heißt, das ist ein Widerspruch zu x in der Banach-Algebra. Ja, und das heißt, diese Annahme ist Quark. Ne? Und die Projektion kann nicht größer werden als 1. Ne? So ist die Projektion gebaut. Das heißt, wenn wir ein 1-Element haben, ist das auch ein Banach, ist es auch im Quotientenraum noch Norm 1. Das heißt, Norm Pi von E ist gleich 1. Jo. Und damit sind wir fertig, weil natürlich die Grundstruktureigenschaften wie Distributivität und Assoziativität, die werden natürlich mit dem Banachraum frei ab. Nur das ist ja ganz klar. Aber das sind quasi die wichtigen Punkte gewesen, die für die Banachalgebra sprechen. Ja, genau. Das ist es im Wesentlichen auch schon. Das ist so ein kleines Einschubvideo gewesen. Das ist jetzt nicht besonders reichhaltig in dem Sinne, sage ich mal. Aber man muss es halt so ein bisschen gemacht haben. Jetzt weiß ich leider gerade nicht ganz aus dem Kopf, was wir als nächstes machen. Also gucken wir mal kurz nach. Ja, Anwendung dieses ganzen Geschrumpels auf Differentialgleichung sozusagen. Ja, das, auf Integralgleichung. Ja, das machen wir dann entsprechend im nächsten Video. Da werden wir uns dann anschauen, wie man diesen Theorienkram auch mit der Satz von der offenen Abbildung mal ins Spiel bringen kann, wenn man über Integralgleichung redet. Dann machen wir einen kleinen Ausflug in die Spektraltheorie, damit das auch mal quasi so abgehandelt ist. Das ist in dem Zuge ganz sinnvoll. Und dann machen wir noch den Rest sozusagen der Prinzipien fertig. Ja, einfach nur, ne, damit es sozusagen, wie sage ich das am besten? Damit das Ganze so einen runden Abschluss hat und wir dann in die erweiterten Anwendungen gehen können, rund um Fourierreihen, Hilbertraumtheorie und dann auch letzten Endes Distributions- und Dualitätstheorie. Gut, dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und es hat ein bisschen was gebracht. Falls ihr Anmerkungen, Fragen oder Kommentare jeder Art habt oder auch ein kleines Lob, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video und bis dahin, tschüss.